get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go. Sechste Tag der Tour. Ja, bin heute Morgen um 20 nach 4, nee, 20 vor 5 gestartet. Gestern waren es übrigens 3400 Höhenmeter, 115 Kilometer. Hab ganz gut geschlafen, eigentlich habe ich super geschlafen. Bin jetzt hier ja schon 15 Kilometer weiter in dem nächsten Ort. So, jetzt gibt es ja erstmal ein super Frühstück. Das sieht richtig klasse aus. Naja, das Frühstück ich erstmal und dann geht's weiter und ich hoffe richtig schön bergab und ja, dass ich dann irgendwann in 2-3 Stunden in Bologna bin und dann geht's weiter durch die Po-Ebene. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, do crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Es geht nicht nur bergab, sondern ja, immer wieder mal auch bergauf. Ich habe jetzt ja, seit heute Morgen schon 500, 600 Höhenmeter auf 22 Kilometer. Also ja, so ein bisschen kommt ja schon zusammen. So, mal wieder batschig. Dieser Matsch ist echt Wahnsinn, wenn der am Rad klebt, dann kriegt man nicht mehr so schnell runter. Hinten kann man auf jeden Fall schon Bologna sehen. Das ist vielleicht noch 28, 27 Kilometer. Also für alle, die überlegen, die Tour mit einem Gravelbike zu machen, ich bin froh, dass ich eine Federgabel habe. Riecht zwar etwas mehr, aber gerade auf diesen Abschnitten hier am Vorteil und ja, es ist nicht so anstrengend. Ich habe jetzt vielleicht noch 9 oder 10 Kilometer bis zum Endpunkt von diesem Track. Der dürfte dann noch mitten in Bologna liegen. Und ja, bis hierhin waren es seit heute Morgen 850 Höhenmeter auf ungefähr 40 Kilometer Länge. Also ging nicht nur bergab. Wir haben jetzt 10 vor 8, also ich habe jetzt mit der Pause bis hier in 3 Stunden gebraucht. Das hätte ich gestern Abend definitiv nicht mehr fahren wollen. Also war eine richtige Entscheidung, ins Hotel zu gehen.
Und ich hätte wahrscheinlich gestern mindestens anderthalbfach dafür gebraucht. Ja, geht's nochmal relativ giftig hoch. Ja, irgendwie an so einer Kirche vorbei. Und ja, irgendwo dahinter liegt ein Ballon, ja. Puh. Ja, bald bin ich oben, ey. Gott sei Dank. Ich hab die Schnauze voll von Höhenmetern gerade. Ich freue mich richtig auf langweilige Po-Ebene. 200 Kilometer nur flachfahren. Ja, von hier aus sieht man sie noch mal besser. Und ja, da geht's jetzt abwärts. Ja. Noch 9 Kilometer bis zum Ziel. Also, ja, ich glaube, das war der letzte Anstieg. War nochmal knackig. Bin jetzt hier schon bei 17.300 Höhenmeter insgesamt. Das heißt, heute waren es knapp 900. Ja, oder also ziemlich genau 900 Höhenmeter. Also gar nicht mal so wenig. So. Ich fahre da runter und hole mir nochmal einen Kaffee und dann geht's über die Po-Ebene. Bologna bin ich wieder draußen, Gott sei Dank. Ja, war mal wieder eine typisch italienische Großstadt. Ich glaube, am besten kommt man da durch, wenn man sich einfach der italienischen Fahrweise anpasst und alles ignoriert, was auf einen zukommt. Ja, von hier aus sieht man nochmal schön den Apennin. Der Abschnitt zwischen Florenz und Bologna, der ist schon recht anstrengend, wobei muss auch sagen, also am anstrengendsten bisher fand ich den Abschnitt von, wie ist der Ort nochmal, Orvieto oder sowas. Also mittendrin in der Toskana, wo es dann auf den Radicofani hochging. Und die anschließenden 100, 150, 200 Kilometer fand ich mega anstrengend, weil es einfach super steile Anstiege waren. Und ja, es war auch heiß. Schade war ich, dass wir auf dieser Strade Bianchi, Strade Bianche, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, gar nicht so lange gefahren sind. Also das habe ich auf dem Tuscany Trail ja gehabt. Das ging wirklich kilometerlang auf der Straße lang. Fand ich irgendwie schön, aber ja, so ist halt. So, wie sieht meine Strategie aus? Die nächsten 200 Kilometer soll es recht flach sein und eintönig sein. Ja, am besten Musik, ein hoher Luftdruck, gutes Essen und auf den Rücken mit hoffen. So was in der Art, keine Ahnung. Bananen habe ich mir noch geholt. Da fange ich mal mit dem guten Essen an. Und dann werde ich meine Reifen aufpumpen. Und dann, ja, der Rückenwind wird einfach kommen. They holding back,
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll feel the seeds as I spread with every word that I've said. Itzeli Divide, Trail Magic, ja super, hier kann man Wasser nachfüllen. Also es ist das erste Mal auf der Tour, dass ich sowas sehe. Soll es viel öfters geben, weil ja, es kann den Leuten echt den Arsch retten. Also super, vielen Dank. Ich bin übrigens auf meiner Nürnberg-Rom-Tour auch hier lang gekommen. Also ich kann mich nur erinnern, ich bin ziemlich lange Deichland gefahren und ich glaube auch, dass es hier gewesen ist, weil ja, war auf jeden Fall diese Berichtung, so viele Deiche dürfte es ja auch nicht geben. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich hier lang gekommen bin. Ja. Nur so als Info nebenher. Im Prinzip ist es egal. So. Ja, ich bin jetzt schon von Bologna ungefähr 60 Kilometer weit gefahren. Ich fahre jetzt nochmal 30, 40, dann will ich mal gucken, wo ich bin. Vielleicht nochmal eine Pause machen, mir was zu essen kaufen, was gescheit ist. Nicht immer nur Erdnüsse und Gummibärchen essen. Und ja, mal gucken, wie weit ich heute Abend komme. Ja, wir müssen irgendwie eine Umleitung fahren, weil eine Brücke wohl gesperrt ist. Das bedeutet 30 Kilometer extra auf diesem Deich hier. Und das ist mittlerweile super langweilig geworden. Ich bin froh, wenn ich hier wieder runterkomme. Und dazu noch 30 Kilometer mehr fahren. Ja gut, das ist eine knappe Stunde. Ja, knappe Stunde, nein. Eine gute Stunde. Ja, die haben ja den Track geändert, aber das System war bisher so. Also ich habe darüber nur per Zufall erfahren, weil man das eben gesagt hatte. Und viele haben es auch nur über Bekannte erfahren, die Seite verfolgt haben und gesehen haben, dass viele Leute nicht mehr auf dem Track sind. Und da waren überall auf der Straße, wenn man irgendwo abbiegen musste, war ein Pfeil markiert. Und das Kürzel ID dazu, dass man wusste, wo man langfahren soll. Aber hier zum Beispiel ist gar nichts markiert. Also ich habe jetzt extra nachschauen müssen, wo ich bin. Und durch Zufall habe ich den neuen Streckenverlauf bekommen. Es geht hier über die Brücke rüber. Aber das muss ich schon sagen, das finde ich schon schwach von der Organisation. Also wenn ich schon während so einer Tour den Track ändere, ja, ich meine die Leute, ja, die gucken ja nicht, lesen nicht ihre E-Mails oder sonst irgendwas normalerweise. Und die gucken vor allen Dingen keine Facebook und keine Itzeli Divide Seite an. Warum den Leuten dann nicht mal eine SMS schicken oder eine E-Mail schreiben oder was auch immer. Und wenn man das dann noch nicht gemacht hat, dann, da muss ich hoch, denn doch zumindest den Weg aber richtig an jedem Abzweig markieren, wo man langfahren muss. Also das finde ich
muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur nicht schlecht gelöst, sondern eigentlich gar nicht gelöst, ja, das Problem. Also, ja, ich meine, könnte immer mal sein, dass irgendwas gesperrt ist. Bei einer Strecke über 1300 Kilometer, da weiß man natürlich nicht. Da kann man nicht vor der Tour jeden Meter abfahren und gucken, ob alles okay ist, das ist klar. Aber, oh, also wenn du hier nachts unterwegs bist und noch nicht mal die Pfeile siehst nachher auf dem Boden, hast du echt ein Problem, ja. Also, ja, für die nicht so gut. Aber egal. Jetzt gehst du über die Brücke rüber und dann auf der anderen Flussseite wieder zurück. Wahrscheinlich bis ich wieder auf dem Track bin. Mal gucken. Ich bin wieder auf der Strecke, folge wieder dem Originaltrack und ja, wir haben 17 Uhr, bin bei 195 Kilometer für heute und ja, ich habe eben an der Bar nochmal die zwei Jungs von der French Divide getroffen und der eine hat mir eine WhatsApp-Nachricht gezeigt und zwar die Brücke, die gesperrt gewesen ist. Die ist jetzt wohl wieder passierbar. Allerdings, ja, wissen das dann nur zufällig ein paar Leute, die es übers Hörensagen mitbekommen, aber offizielle Nachrichten vom Veranstalter aufs Handy gibt es dazu gar nichts. Also ich finde es nicht schlimm in dem Sinne, weil es geht ja um nichts, ne? Und hier die 30 Kilometer Umweg fahren, ja, die haben jetzt 1,5 Stunden Zeit gekostet. Das ist jetzt alles nicht wert, sich drüber zu ärgern. Aber was mich so ein bisschen ärgert, ist so, dass überhaupt keine Informationen dazu kommen. Ja. So, es kommt ein bisschen so an, als wenn es denen einfach egal wäre, ja, dass die Leute hier die 30 Kilometer fahren. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ansonsten, ja, will ich jetzt aber auch nicht anfangen zu meckern. Also es ist, wie es ist. Kann sich jeder selber seine Meinung drüber bilden. Aber ich finde es halt nicht so dolle. Aber egal. So. Jetzt geht es erstmal weiter. Immer noch schön hier auf dem Deich lang, am Fluss entlang. Ich glaube, ich bin jetzt. Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht auf den Tacho geschaut, aber gefühlt seit 100 Kilometern fahre ich immer dieselbe Strecke. Deich, Wasser, Fluss links oder rechts. Wechselt ab und zu. Und der Wind wechselt ab und zu. Aber ansonsten sieht alles gleich aus, also muss ich echt sagen, ja, so langsam nervt es. Vielleicht doch wieder ein paar Berge fahren, ein paar Höhenmeter machen, das ist abwechslungsreicher. Ja. Aber die kommen ja auch noch. Ich habe jetzt gerade überlegt, es gab ja auch keine Checkpoints auf der Strecke. Und ja, wenn ich das mal vergleiche, zum Beispiel mit der French Divide, auch die Anmeldung hier hat auch genauso wie bei der French Divide 300 Euro gekostet. Aber bei der French Divide gab es Checkpoints, es gab Betreuung auf der Strecke an den Checkpoints oder auch bei den Miles. Auch die Miles haben gekostet, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, aber auch 250 Euro sowas da. Und aber auch da gab es Checkpoints mit Betreuung, mit Getränken, mit Afterparty, mit allem Möglichen. Also, ja, wenn man das so vergleicht, muss ich sagen, da bekommt man bei anderen Veranstaltungen mehr geboten, definitiv. Und wenn ich überlege, dass hier ja über 300 Leute registriert waren, das heißt 300 Leute mal 300 Euro, da kommt schon ordentlich Geld zusammen. Und ja, bekommen haben wir ein Käppi, Halstuch, eine Tasse, also so ein paar Gadgets. Ist alles nett, ist alles schön, freue ich mich drüber, ne? Oder finde ich auch gut so, aber ich finde doch im Vergleich zu anderen Events ist es doch relativ mager und sehe aber auch jetzt echt nicht, wodurch die 300 Euro berechtigt sind, ja, dass sie das ganze Geld brauchen, um hier diese Betreuung auf die Beine zu stellen. Also, ja.
Ja, es gibt hier auf dem Deich nicht so viele Sachen, wo man sein Fahrrad anlegen kann. Da kommt der Bagger hier genau richtig. Der hat nämlich hier eine schöne Schaufel und ja, endlich mal etwas, wo ich mein Fahrrad überhaupt anlehnen kann. Da muss es nicht auf den Boden legen. So, ich zeige euch mal, wo ich hier lang fahre. Dass ihr euch das mal vorstellen könnt, weil es geht wirklich hier nur in Schlangenlinien Richtung Norden. Bologna da unten, da sind wir gestartet und irgendwo hier fängt es an, auf den Deich lang zu gehen. Und ja, es ist also schon die ganze Zeit eine Schlängelei. Und wie gesagt, hier ging es dann darunter bis nach. Wo ging es denn rüber? Ah, da, Rivera heißt der Ort. Da ging es rüber und da wieder zurück. Und es geht hier immer noch weiter am Fluss entlang. Ah, es kommt jetzt mal eine größere Stadt. Wie heißt die? Mantova. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, und dann wahrscheinlich, vielleicht kommt hier mal ein bisschen Wald oder ich weiß es nicht. Aber Verona, ja, ist schon noch ein Stück weg. Also, ob ich das heute noch erreiche? Und ab hier wird es nochmal richtig knifflig, ne? Da geht es halt dann zwei Hügel hoch. Sieht man auch schön am Höhenprofil hier. Aber damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Also, es geht erstmal in die nächste Stadt. Vielleicht kriege ich da nochmal was Gescheites zu essen. Und dann werde ich einfach mal fahren, soweit es geht. Ich meine, wir haben jetzt 18 Uhr. Ich bin bei über 200 Kilometer. Also eigentlich ist es nicht schlecht, aber ja. Ich fahre heute, solange es geht. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Also so schlecht sieht es hier gar nicht aus. In, wie hieß es nochmal? Mantova. Ich habe eben im Imbiss eine Burger gegessen, eine Pommes. Und jetzt habe ich noch Lust auf was Süßes. Mal gucken, ob ich irgendwas finde, wo ich schnell mitnehmen kann. Inside my palm, play with me like cats on the string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Von Mantova aus waren es noch 70 Kilometer bis nach Verona. Also wir haben jetzt 7:45. So 5 oder 6 Kilometer bin ich schon gefahren. Das sollte ich halt auf jeden Fall schaffen. Zumal es ja auch hier wirklich eben weitergeht und die Wege sind zwar. Ich darf meinen Mund nicht so lange aufmachen, sonst habe ich noch mal zu Abend gegessen. Die Wege sind zwar manchmal etwas uneben, halt ganz normale Feldwege, aber 70 Kilometer ist eigentlich kein Problem. Ja. Und dann will ich mal gucken, vielleicht in Verona noch mal einen Abendsnack, einen Mitternachtssnack sozusagen, und dann noch mal weiterfahren, bis es wieder etwas ruhiger wird. Und dann werde ich versuchen, dort vielleicht schon ein paar Höhenmeter zu machen und werde mich dann irgendwo hinlegen und ein bisschen schlafen, und dann ja, muss es aber schon weitergehen. Also richtig übernachten und so weiter will ich jetzt nicht mehr, weil ja, wenn ich das irgendwo neben der Strecke mache, dann
fahren die anderen eh nur an mir vorbei und stören mich. Also schlafen kannst du da eh nicht. Und außerdem ja, will ich jetzt auch fertig machen. Also das ist zwar noch ein ganz schönes Stück, vor allen Dingen auch richtig Höhenmeter. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. Genau 8 Uhr, ja, und die Sonne, ein wunderschöner roter Kreis, geht unter. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I'm grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you want. Ja, wir sind in Verona angekommen. Also ich und ein Kollege, den habe ich unterwegs getroffen. Und ja, interessanterweise hat sich herausgestellt, dass er letztes Jahr auch die Mile 10.000 gefahren ist. Und ja, vor allen Dingen deswegen interessant, weil ich weiß, dass nur zwei Deutsche angemeldet waren. Das war dann er und ich. Ja, wir haben schon 11:30. Jetzt gibt es den versprochenen Mitternachtssnack bei McDonald's. Nochmal, ja, richtig Energie nachtanken. Und ja, heute war brutal. Also es waren jetzt bis hierhin schon bei mir 280 Kilometer und Höhenmeter, glaube ich, 1700, 1800 und boah, ja, heute geht nicht mehr viel, definitiv. Also wir fahren nachher nochmal durch die Stadt durch und werden aus der Stadt wieder rausfahren und dann werden wir uns, ja, schnell einen Schlafplatz suchen und die erstbeste Möglichkeit nehmen, wo wir übernachten können und einfach mal 2-3 Stunden pennen. Ja, dann hoffe ich, dass wir morgen die zwei Berge schaffen und morgen Abend im Ziel sind. Slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Some batter in your brain, that's why they say fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, say, and turn them.